Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Schön, dass ihr wieder hier vorbeischaut. Ihr fragt euch, wie kann ich mein Microsoft Office Programm, mit dem ich seit Jahren arbeite, mit weniger Klicks bedienen? Die Antwort darauf ist die Symbolleiste für den Schnellzugriff. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese so anpasst, dass ihr nur noch mit dem Register Start und dieser Symbolleiste arbeitet und damit künftig euer Programm effizienter bedient. Ihr findet diese Symbolleiste immer erstmal oben links in der Programmzeile und bedient sie durch einen Klick auf dieses Dreieck ganz rechts. Hier schon der erste kleine Tipp, lasst euch diese Symbolleiste unter dem Menü anzeigen, damit ihr die Symbole besser seht. Die erste Anpassung erfolgt, indem ihr hier wieder auf dieses Dreieck klickt und euch diese ganzen Standardbefehle erstmal durch weitere Klicks hinzufügt. Diese Befehle bleiben grundsätzlich in der Symbolleiste erhalten, das heißt also beim Beenden des Programms verschwinden sie nicht. Und so mit diesen ersten Standardbefehlen haben wir deutlich weniger Klicks. Zum Beispiel hier durch dieses E-Mail-Symbol könnt ihr sofort aus dem jeweiligen Office-Programm die Datei als E-Mail-Anlage versenden und müsst nicht wie bisher erst ins E-Mail-Programm wechseln und das Ganze dort durchzuführen. Weitere Anpassungen an euren individuellen Arbeitsstil könnt ihr durchführen, indem ihr die Befehle aus den jeweiligen Registern nun zur Symbolleiste hinzufügt. Da schon ein kleiner Tipp aus der Praxis: Wenn ich das dritte, vierte Mal in einem dieser hinteren Register einen Befehl gesucht habe, dann ist er in dieser Symbolleiste drin, damit ich ihn künftig nur noch mit einem Klick aufrufen muss. Wie das geht, zeige ich euch hier mal, indem ich auf das Register einfügen gehe und dort meine Maus zu dem Befehl, den ich jetzt hinzufügen möchte, hier Tabelle, dann mit der rechten Maustaste über den Eintrag zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen, zur Symbolleiste zufüge. Bilder, mit denen ich viel in meinen Beschreibungen arbeite, auch noch hinzufügen. Und somit habe ich diese Symbole künftig sofort im Zugriff, muss also nicht mehr vom Register Start auf das Register Einfügen wechseln. Solltet ihr in der ersten Euphorie vielleicht auch Befehle hinzugefügt haben, die ihr dann doch nicht so häufig braucht, so schnell wie sie hinzugefügt sind, sind sie auch wieder entfernt, indem ihr die Maus auch hier zum Symbol bewegt, rechte Maustaste aus der Symbolleiste für den Schnellzugriff entfernen auswählt. Hier nochmal die wichtigsten Befehle in der Zusammenfassung für euch. Das nächste Mal werde ich euch zeigen, wie ihr dann noch Befehle, die nicht im Menüband enthalten sind, zu dieser Symbolleiste hinzufügen könnt und wie ihr die Anordnung verändern könnt. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Umsetzen und wie immer gilt, ich freue mich auf eure Anregungen und Kommentare und natürlich auch über einen Daumen hoch.